Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem machen wir besondere Geschenke, also Geschenke, die für einen ganz besonderen Menschen bestimmt sind. Und deswegen würde ich auch sagen, fangen wir direkt an. Als erstes machen wir uns eine Datebox. Dafür müssen wir uns zum einen eine Legende in Form einer Liste erstellen. Dafür habe ich mir einfach ein Stück Papier genommen, habe dort ein paar Linien eingezeichnet sowie die Überschrift. Und zwar habe ich es genannt A Year of Dates in a Box. Und das könnt ihr entweder so machen, dass ihr das mit 12 verschiedenen Dates macht, für jeden Monat ein. Oder vielleicht ist das euch auch zu viel. Ich habe jetzt zum Beispiel 9 gemacht. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Und wenn ihr die Liste angefertigt habt, könnt ihr dann auch schon mit der Box an sich beginnen. Das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Und zwar nehmt ihr euch verschiedene Kleinigkeiten, die symbolisch für das Date stehen. Beispielsweise habe ich hier einen Minibus genommen und ihn eingepackt. Das heißt, damit man es am Anfang noch nicht sofort sieht, was es ist. Und dann nur eine Zahl drauf geschrieben, in dem Fall war das die 3. Und die Legende nutze ich, um dort dann die Erklärung für diese Zahl bzw. dieses Geschenk raufzuschreiben. Zum Beispiel war das hier ein Trip ans Meer und dafür ist eben der Minibus. So kann die Person, die ihr beschenkt, eben jedes Mal aufs Neue überrascht werden, indem sie einfach nur eine Zahl zieht und dann eben danach erst rausfindet, was für eine Dateform es ist, indem sie dann auf die Legende guckt. Das heißt, danach habe ich noch unterschiedliche Sachen genommen, wie zum Beispiel für einen gemeinsamen Kochabend eine Gewürzmischung, für eine Marmelade habe ich Frühstück im Bett gewählt und so weiter. Ich habe euch auch unten nochmal einen Blogpost verlinkt, in dem ich euch noch viele weitere Ideen gezeigt habe, was ich denn da alles so reingemacht habe in meine Box. Und ihr solltet natürlich darauf achten, dass die Sachen an sich nicht zu groß sind, damit sie auch alle noch in die Box hineinpassen. Daher habe ich teilweise eben auch so sehr schmale und kleine Sachen genommen. Danach wurde nur noch die Box gefüllt, das heißt, die Legende muss natürlich rein und eure vielen kleinen Päckchen, die am besten auch unterschiedlich groß sind und man nicht sofort vielleicht von außen erkennt, was es sein könnte. Und so sieht das Ganze dann aus und ihr könnt euch vielleicht auch zusammen nochmal überraschen lassen. Vielleicht vergesst ihr schon wieder, was eine bestimmte Zahl bedeutet. Und am besten, ihr versteckt die Legende so ein bisschen, damit man nicht sofort sieht, was die einzelnen Zahlen eben bedeuten. Für diese Idee braucht ihr sehr viele 5-Euro-Scheine. Ich habe insgesamt 53 benötigt. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso. Und zwar müsst ihr die einmal so aufrollen und dann mit jeweils einer Büroklammer fixieren. Anschließend müsst ihr die einzelnen Rollen dann auch nochmal mit einer Büroklammer verbinden, sodass ihr dann am Ende so eine lange Schlange bekommt. Dann habe ich mir ein Tablett genommen und darauf diese 3 Tortendummies, die man fertig kaufen kann, aus Styropor übereinander gelegt und sie dann mit einem Schaschlikspieß, den ich dort reingesteckt habe, fixiert. Dann kam meine Tortenschlange, als erstes die unterste Ebene, danach die 2. Ebene und dann die 3. Und da habe ich dann auch die jeweiligen Enden nochmal mit einer Büroklammer verbunden. Zusätzlich habe ich mir unterschiedliches Schleifenband genommen und das Ganze dann von hinten einmal zusammengeknotet und die überschüssigen Schleifenbänder abgeschnitten. Und oben habe ich so ein Mr. & Mrs. Schild, das glaube ich so ein Cake-Topper eigentlich ist, genommen und das Ganze nur noch mit Schleierkraut verziert. Und so macht ihr euch eine Geldtorte, ist ein super Gemeinschaftsgeschenk zur Hochzeit und das, finde ich, ist doch eine richtig schöne und einfache Idee, kann man auch sehr gut transportieren und deswegen auf jeden Fall eine tolle Idee für ein Hochzeitsgeschenk. Für diese Idee benötigt ihr eine Herzschachtel, außerdem Steckschaum auf der einen Seite, der muss nicht in Wasser getränkt worden sein, den habe ich nur aufgrund der Höhe verwendet. Und dann habe ich es erstmal mit so einem Seidenpapier, hier in dem Fall in Pink, ausgelegt. Und zwar so, dass das gut hinter den Steckschaum geklebt ist und auf der anderen Seite auch so ein bisschen gepufft. Und dann habe ich die eine Seite mit diesen selbstgemachten Papierrosen beklebt. Wie genau das funktioniert, kann ich euch auch gerne nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und dann habe ich diese Röschen einzeln mit Bastelkleber auf dieser Erhöhung aufgeklebt. So lange, bis eben die Hälfte des Herzens komplett
ausgelegt damit war. Und auf der anderen Seite gab es dann zwei Geschenke, einmal eine Kerze und einen kleinen Prosecco. Für die Mama könnt ihr natürlich auch mit anderen Sachen, mit Blumen und so weiter bedecken und so eben eurer Mama eine richtig schöne Herzgeschenkschachtel schenken. Für diese Idee braucht ihr ganz viele Gründe, warum man die Person liebt. Dafür habe ich euch auch eine Vorlage unten verlinkt, könnt ihr auch gerne da mal schauen. Und die habe ich alle ausgedruckt und ausgeschnitten. Als nächstes nehmt ihr euch ein großes Glas, wo alle eure Zettel reinpassen. Denn 365 Gründe, da braucht man schon ein bisschen mehr Platz. Dann das Ganze auch noch ein bisschen durchschütteln, damit man auch die Farben so unterschiedlich in dem Glas sieht. Und dann noch ein Etikett drauf machen, damit eben auch man sieht, was in dem Glas sich befindet. Und damit ist das auch schon fertig. Ihr könnt dann noch eine Schleife drum machen und so einer Person sehr einfach, aber effektvoll ein richtig schönes Jahrestagsgeschenk zum Beispiel machen. So kann die Person zum Beispiel jeden Tag reingreifen und einen anderen Grund sehen, warum man sie liebt. Und das geht natürlich genauso gut für die Mama, für die beste Freundin. Es muss nicht unbedingt der Partner oder die Partnerin sein, aber dafür passt es natürlich auch sehr gut. Jetzt machen wir einen Ehe-Notfallkoffer. Als erstes habe ich mir eine Vorlage erstellt. Ich kann euch unten verlinken, wo ihr auch die erwerben könnt. Und habe diese dann erstmal ausgeschnitten. Natürlich könnt ihr euch das auch selber aufmalen oder eben selber erstellen. Dazu gehörte zum einen dieses Kreuz mit diesem kleinen Herzen drin, sowie ein Anhänger, wo Ehe-Notfallkoffer draufsteht und ganz viele Zettel, wo Bedeutungen bzw. Sprüche draufstehen. Was es mit den Zetteln auf sich hat, erkläre ich euch gleich. Als erstes habe ich auf diesen weißen Koffer dieses Kreuz raufgeklebt, einfach mit so doppelseitigem Klebeband. Alle Materialien findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Ungefähr mittig und dann gut festdrücken. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Und zwar gibt es bestimmte Sprüche, die angepasst sind auf die Beziehung bzw. die bevorstehende Ehe. Beispielsweise ein Staubtuch, damit die Beziehung nicht einstaubt. Schokolade, falls die Laune mal sinkt. Mundspülung für einen langen Atem. Luftballons, falls die Luft mal draußen ist, Taschentücher zum Trösten, eine Antifaltencreme fürs gemeinsame Altwerden sowie eine Handcreme für ein gutes Fingerspitzengefühl. Und ich glaube, ihr versteht schon, worauf das Ganze hinausläuft. Es soll eine Notfallbox sein für den Fall, dass das Ehepaar mal eine kleine oder größere Krise hat. Natürlich alles mit einem Augenzwinkern bedacht, also nicht zu ernst nehmen. Da kann man auch sehr gut dann noch einen Geldschein bzw. einen Geldumschlag verstecken, alles in den Koffer geben und danach wird natürlich noch der Anhänger außen angebracht, damit das Ehepaar sofort weiß, was es ist. Das Coole daran ist, dass man es sehr individuell gestalten kann. Man kann sich eigene Sprüche ausdenken oder eben meine Ideen, die ich hier gezeigt habe, einfach übernehmen. Ich habe euch unten auch verlinkt. Da gibt es noch viel mehr Sprüche, als ich euch hier jetzt zeige, denn da kann man wirklich super kreativ werden und so eben den Ehepaar eine kleine Freude damit machen. Und so habt ihr ein wirklich einfaches Hochzeitsgeschenk. Für diese Idee braucht ihr einen Metallring und auf diesem habe ich als erstes etwas Heißkleber verteilt, anschließend etwas Jutegarn daran geklebt und dann dieses mehrfach um den Metallring gebunden. Und wenn das so sein sollte, dass euer Jutegarn so ein bisschen rutscht, dann klebt es einfach an mehreren Stellen mit dem Heißkleber fest. So rutscht es nicht, denn der Metallring ist natürlich auch ein bisschen rutschig. Anschließend habe ich mir verschiedene Trockenblumen genommen. Auch hier alle Materialien findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt und habe daraus kleine Sträuße aus ungefähr je 3 bis 4 Stücken gemacht. Dann habe ich die unten mit etwas Tape zusammengeklebt. Am besten nehmt ihr hier Floristenband, wenn ihr das habt. Und dann habe ich daraus ganz viele Sträuße gemacht. Als nächstes kamen dann die Sträuße an meinen Metallring und dafür habe ich wieder Basteldraht verwendet, habe also jetzt hier mehrfach den Basteldraht um meinen Strauß und um meinen Metallring umwickelt und dann den nächsten Strauß genommen und so weiter und so fort, so lange bis komplett die eine Seite mit diesen Trockenblumen bedeckt war.
Das heißt, das dauert vielleicht ein bisschen, aber das Ergebnis finde ich immer sehr, sehr schön und ich persönlich finde es so einfacher, den Kranz zu binden, da ihr nicht das Problem habt, dass ganz viele der Stücke dorthin bewegen, wo sie nicht sollen. Und daher mag ich diese Variante am liebsten. Zusätzlich habe ich drei Klötzchen benötigt. Die zwei davon habe ich als erstes mit Montagekleber beklebt und dann meinen Kranz zwischen diese beiden Klötzchen gelegt, sodass das erstmal an sich auch ein bisschen kaschiert ist dort unten. Der untere Boden, wo auch die Trockenblumen aufhören und wo mein Jutegarn so mehrfach drumherum gebunden wurde. Und dann habe ich mir noch ein drittes Klötzchen genommen und dann meinen ganzen Kranz darauf aufgestellt. Und so hatte ich dann ein gutes Podest dafür. Nun kommen wir zum Geld. Und zwar habe ich das einfach in einen Briefumschlag bzw. in so eine Karte gelegt und habe die dann zwischen meinem Jutegarn, das natürlich so straff gespannt ist, dazwischen geklemmt. Das funktioniert dann nämlich sehr, sehr gut. Und so habt ihr ein richtig schönes Hochzeitsgeschenk. Finde ich, ist auf jeden Fall sehr edel und mag ich persönlich super, super gerne. Für diese Idee brauchen wir so eine Geschenkbox in Herzform und die müssen wir mit Frischhaltefolie auslegen. Das dient einfach dazu, damit die Box selber nicht nass wird. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Und zwar müsst ihr die wirklich gut auslegen, überall, damit wirklich kein Wasser da mehr durch kann. Ich habe mir nämlich Steckschaum schon in Wasser getunkt und vorbereitet, damit ich ihn jetzt in meine Box reinlegen kann. Ich habe ihn so ungefähr zurechtgeschnitten. Er muss nicht 100% den ganzen Boden belegen, aber so zumindest den größten Teil sollte er schon belegen. Jetzt habe ich mir unterschiedliche Rosen genommen und diese zurechtgeschnitten und jetzt in meinen Steckschaum gesteckt. Und zwar habe ich das mit der kompletten Box gemacht und habe mir damit so eine richtig schöne Rosenbox gemacht. Ihr kennt das vielleicht mit Infinity-Rosen oder sowas heißt das. Diese Boxen sind ja eigentlich relativ teuer, denn die halten ja auch so 3 Jahre oder sowas, diese Rosen. Und wenn ihr nicht ganz so viel Geld habt oder eben nicht so viel Geld ausgeben möchtet, dann ist das eine super Alternative, denn die Rosen halten zwar keine 3 Jahre, aber durch den Steckschaum kriegen sie trotzdem Wasser, wodurch die Rosen zumindest eine längere Zeit in dieser Box überleben. So lange wie eben Rosen im Wasser auch überleben, also vielleicht eine Woche oder so. Und dann habt ihr trotzdem ein richtig schönes Muttertagsgeschenk. Ist mal eine tolle Alternative zum Strauß zum Beispiel. Und eure Mama wird sich bestimmt freuen. Und ich finde, es ist auch eine tolle Deko-Idee. Das waren meine Ideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!